Entwarnung. Komm schon. Wir sind direkt neben dem Inferno. Süße, was zum Teufel ist keine hier? Keine Zeit jetzt. Ich brauche deine... Was machst du denn hier Sei mit? Sei still. Sei bitte einmal einfach still und hör zu. Okay, ich höre. Ich brauche deine Hilfe. Davon hängt alles ab. Jetzt höre ich tatsächlich zu. Und neugierig bin ich auch. Das Ei ist bei mir eingebrochen. Sie haben versucht, mich zu verhaften oder zu töten. Das ist Hannah. Sie hat mich gerettet. Hallo. Wir kennen uns. Was hast du getan, verflucht nochmal? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht war es, weil ich mich in die eingeloggt habe und sie wissen, wer ich bin und was ich kann. Was du kannst? Ach, vergiss es. Wir haben Beweise dafür, dass Wattie hinter dem Terrorangriff steckt. Was zum Verfluchten? Es ist nicht zu fassen. Materie und Antimaterie. Ambiplasma. Bist du irre? Du hast mit Madachodna Anti... Dieselbe Antimaterie wie bei dem Angriff. Man hat das Manifest zu Unrecht beschuldigt. Das Gerät da bringt die Wattikop in Zusammenhang mit dem Bombenanschlag. Oh, diese verfluchten Madachots! Ich kann das analysieren, kann die Messwerte mit denen vom Anschlag vergleichen. Aber wie stellt man den Zusammenhang her? Ich habe da einen Tipp. Schon mal vorgehabt, ein kriminelles Imperium aufzubauen? Keine Papierspur hinterlassen. Wird das reichen, um Wattie für den Angriff dranzukriegen? Vielleicht nicht. Aber Nila hat uns etwas dagelassen. Eine Aufzeichnung. Wir haben sie uns angeschaut. Sie ist ein bisschen beschädigt, aber wir dachten, du kannst sie vielleicht... Reparieren? Wahrscheinlich. Ich sehe sie mir mal an. Ohne Zugang zum Netz weiß ich zwar nicht, was das nützen soll. Gut, dass wir in den Gängen unten einen aktiven Zugangspunkt gefunden haben. Was bitte? Wie lange wart ihr denn da unten? Hannah zeigt dir, wie man hinkommt. Nimm das mit als Orientierungshilfe für unterwegs. Was mich betrifft, ich muss wieder in die Dreamtime, diesmal richtig. Ich hab's ja schon gesagt, Süße. Ich hab keine unlizenzierten Dream Machines. Wenn du dich mit einem normalen Dreamer einloggst, schnappen sie dich wahrscheinlich wieder. Ach, richtig. Hätte ich fast vergessen. Ja, fass ich's denn. Ein unlizenzierter Dreamer. Was zauberst du sonst noch so hervor? Ein Kaninchen? Ein Dutzend weiße Tauben? Das ist alles. Ich muss das Ding jetzt benutzen, und zwar hier. Ich kann nirgends anders hin. Und bringt das dann Wattie zur Strecke? Und tritt genau die richtigen Leute in die richtigen Ärsche? Davon kannst du stark ausgehen. Dann pflanz dich mal aufs Sofa. Ach, eins noch. Jetzt nervst du aber, Süße. Erinnerst du dich an die Daten, von denen wir gesprochen haben? Hier. Jetzt hast du es in der Hand und du kommst auch nicht mehr raus aus der Nummer. Du weißt, was du tun musst. Ist doch klar, ich nutze den Zugangspunkt in den unterirdischen Gängen und schicke den Kram an Sully bei der Hand That Feeds. Es wird aussehen, als schliefe ich nur. Aber wenn ich recht habe, wenn ich mich recht erinnere, werde ich woanders sein. Ihr dürft mich weder wecken noch abkoppeln. Ich muss einfach wissen, dass ich hier sicher bin. So sicher, wie man in Propast überhaupt sein kann, Süße. Versprochen. Passt du auf mich auf? Habe ich ja schon versprochen. Okay, dann mal los. Man sieht sich bald. Hoffe ich. Was ist denn jetzt los? Madachodne Scheiße. Wo ist sie hin? Tja, jetzt ist die verschissene Scheißkacke real am Dampfen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Dreamfall Captures. Mit mir, ich bin der Shade, auf dem Mittelkanal. Kapitel 8, Crossings. Hier war ich schon mal. Hallo, Gamepad. Och komm, tu mir das nicht an. Ernsthaft?
Meine Damen und Herren, wir haben leichte technische Probleme, die wir hoffentlich lösen können. Ich glaube, der frisst mein Gamepad gerade nicht. Warum auch immer. Nimm doch mal das Gamepad an. Was hast du denn für ein Problem? Gut, machen wir es mal aus. Meine Damen und Herren, es geht sofort weiter hier bei Dreamfall Captures, wenn mein Gamepad funktioniert. Verdammte Scheiße. Der will das gerade nicht, aus irgendwelchen unauffindlichen Gründen. So ein Mist. Ich bin es gar nicht gewohnt, mit Maus zu spielen. Na gut. Ziele aktualisieren, G. Finde einen Weg hinaus. Krähe? Ah! Was ist denn los? Du hast mich erschreckt. Du hast mich erschreckt! Was machst du hier? Wie hast du mich gefunden? Hab ich nicht. Ich meine, okay, hab ich. Du stehst ja da. Also hab ich dich technisch gesehen gefunden. Aber ich hab dich nicht gesucht. Das ist mein Nest. Sag jetzt nichts. Es ist ein Dach über dem Kopf. Naja, ein Teildach. Ein Dach, das mal eins war. Wo sind wir? Das ist das Journeyman Inn. Ich meine, war's mal. Früher. Jetzt ist es eine Ruine. Das Journeyman? Natürlich. Was ist mit der Wirtin? Benrim. Sie war nett zu mir. Tot und begraben, wie alle anderen, nehme ich an. Ich muss zugeben, dich hatte ich auch für tot gehalten. Als ich dich das letzte Mal sah, machte es Puff, weg warst du. Die Einzelheiten sind immer noch etwas verschwommen. An vieles vom letzten Jahr kann ich mich nicht erinnern. Ich auch nicht. Ich weiß nur noch, dass ich nach deinem Verschwinden irgendwann in Zadir war. Bin eben erst nach Makuria zurückgekommen. Daher auch, naja, diese Absteige. Zadir? Heimat der Asadi. Diese gepanzerten Leutchen mit aufregender Gesichtsbehaarung und einer schrecklichen Allergie gegen Magie. Ich erinnere mich an die Asadi. Wenn du ein sprechender Vogel bist an einem Ort, wo man die Jagd auf Magische als Sport betreibt. Mann, ich kann dir sagen, ich bin... Später vielleicht. Ich muss einen Weg finden, hier rauszukommen. Jo. Hey, erinnerst du dich, dass wir uns im Traum begegnet sind? Ich erinnere mich, dass ich letzte Nacht von dir Moment mal, wieso kennst du meinen Traum? Es war auch mein Traum. Dringst du jetzt schon in meine Träume ein? Oh, oh, Gott der Raben! Hoffentlich weißt du nichts von dem mit den Hühnchen und... Hat Abnaxus noch etwas gesagt, nachdem ich fort war? Der Bucklige? Der aussieht, als hätte er bei der Verteilung der Hässlichkeit ganz laut gebrüllt? Ja, hat er. Ehrlich gesagt verstehe ich nur die Hälfte von dem, was er absondert. Aber es war sowas Ähnliches wie... Bring sie her. Du wirst sie hergebracht haben. Du wirst sie herbringen. Du hattest, hast, wirst... Und so weiter. Ich glaube, im Grunde ging es um... Naja, irgendwas mit irgendwen irgendwo hinbringen. Aber nagel mich nicht drauf fest. Dieser Ort in dem Traum. Wo ist der? Das fragst du mich? Ich habe keine Ahnung. Ich hab was geträumt, das ist alles. Es war wie eine große, weiße Leere. Hätte überall sein können. Ich schätze, das war der Nordpol? Das glaube ich kaum. Der Südpol? Abnaxus erwähnte die Kinder der Purpurberge. Die Oola? Nö, nie von gehört. Aber die Purpurberge... Die sollten doch leicht zu finden sein. Oh, du weißt, wo die sind? Nein, aber komm schon, Purpurberge. Die meisten Berge sind grau oder weiß. Purpurne gibt's nicht gerade viele, sind doch sicher nicht schwer zu finden. Ja, nee. Klingt, als könnten wir dabei etwas Hilfe brauchen. Wir? Hör mal, keine Ahnung, wo dieses Wir plötzlich herkommt.
Mir geht's alleine ganz prima. Außerdem kann ich ein weiteres Abenteuer definitiv nicht brauchen. Hat sich ausgeabenteuert. Von jetzt ab bin ich ein abenteuerunlustiger Vogel. Nein, geh du nur und such dir selber Hilfe. War nett, dich mal wieder zu... Ach, Naxos hat dir aufgetragen, mich hinzubringen. In einem Traum. Im Traum. Wenn ich jetzt anfinge, auf meine Träume zu hören, das wäre ja noch schöner. Das war nicht nur ein Traum. Es war eine Vision. Träume, Visionen, Albträume, Halluzinationen. Die fallen alle unter die Überschrift wirklich dämliche Ideen. Tja, einen anderen Anhaltspunkt habe ich nicht. Also mache ich mich mal auf den Weg. In die Purpurberge. Die Purpurberge, so. Na gut. Wir müssen also einen Weg herausfinden. Und herausfinden, warum das Gamepad gerade nicht funktioniert. Ich habe auch gerade keine Lust, alles nochmal neu zu starten. Von daher, spielen wir eben mit Tastatur weiter. Das wird schon gehen. Überall liegt Staub. Das Gasthaus muss schon seit einer Weile geschlossen sein. Ich frage mich, was aus Benrim, der Inhaberin, geworden ist. Sie hat mir geholfen, als ich zum ersten Mal hier war. Wie funktioniert das Interaktionsmenü eigentlich? Moment, das kann man doch bestimmt an diesem Vogel ausprobieren. Ihr könnt ihm sagen, dass er irgendwo hinfliegen soll? So. Krähe muss aus einem Grund hier sein. Oder ich bin aus einem Grund dort, wo Krähe ist. Das kann nicht nur Zufall sein. Ich meine, es ist so schmutzig, dass ich nicht viel erkennen kann. Aber es gibt Tageslicht und auf der Straße sieht es nicht allzu voll aus. Beides etwas Gutes. Gucken wir nochmal, ob wir die Tür aufkriegen. Ich kann sie nicht öffnen. Ja, warum denn nicht? Keine Klinke, hier ist nichts. War es ein bisschen ungewohnt mit Tastatur. Muss ich ja echt zugeben. Hier noch irgendwas? Nee. Ja, Loch im Dach. Wir können ihm sagen, dass er irgendwas machen soll. Wir können ihm mal sagen, der soll. Das sieht aus wie ein Türgriff. Hey, Krähe, kannst du dir mal das Metalldings da oben anschauen? Was? Den Türgriff, den ich abmontiert habe, damit ich hier ungestört... Oh, verstehe. Im Ernst? Die junge Dame hatte einmal Türgriff bestellt. Kommt sofort. Ja, suppi, Junge. Super, Schätzchen. Wunderbar. So klappt das mit uns. Keine Klinke. Ich kann sie nicht öffnen. Jetzt hole ich das Interaktionsmenü. Aha. Ah ja. Und wir sehen einen wunderhübschen Ladebildschirm. Spannen Sie. Wir spannen Sie nicht auf die Folter, es geht sofort weiter. Drachen? Ich dachte, du wolltest da bleiben. In diesem gottverlassenen Taubennest? Ich hab genug davon, wie ein Mückenfänger zu leben. Ganz ohne Abenteuer.
Eine Weile hat's Spaß gemacht, aber jetzt will ich wieder was erleben. Also, was genau machen wir jetzt gerade? Jemanden suchen, der mir helfen kann, die Purpurberge und das erste träumende Wesen zu finden. Und welche Art Abenteuer ist es denn? Ein beschwingter Spaziergang auf sicheren, gut beleuchteten Straßen? Draußen im Wald kampieren unter weitgehend wolkenlosem Himmel? Potenziell lebensbedrohlichen Gefahren auf riskanten Bergpfaden entgegentreten? Ich würde sagen, Letzteres wäre im Bereich des Möglichen. Oh, toll! Ganz große Klasse! Ich bereue es jetzt schon. Ich mag den Vogel. Das ist cool. Gibt es einen Plan oder flattern wir einfach so ins Blaue? Kommt drauf an. Gibt es die Rebellen noch? Ich habe von Rebellen reden hören, ja. Meist waren davor ein paar Flüche zu vernehmen und danach wurde lautstark gefordert, es sollten Kehlen aufgeschlitzt werden und Köpfe rollen. Dann wäre das unser Plan. Finden wir die Rebellen. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden könnten? Ich bin erst 1-2 Monate wieder da und war meist mit Nisten beschäftigt. Also, nein, keine Ahnung. Toll. Warte mal, Nisten? War das nicht etwas, das nur... Stopp! Machen wir an dieser Stelle einen Punkt und reden wir nie wieder darüber, Nee. Was ist das? Das Journeyman ist geschlossen, doch Gäste und Gratulanten sind im Rooster and Kitten herzlich willkommen. Auf der Ayrede-Allee in der Nähe des Südtors. Und hier ist ein Bild von Rooster and Kitten. Soll wohl ein Gockel und ein Kätzchen sein. Genau. Eine Muschi reitet auf einem Pipan. Ich meine, ein Kätzchen. Auf einem Piep. Einem Gockelhahn. Spinn ich jetzt oder ist das... Spinnst nicht, Krähe. Gut, gut, gut. Tja, wenn's denn der Wahrheitsfindung dient. Auf zum Pipan. Zum Rooster and Kitten. Das ist verrückt. Ich bin wirklich, wirklich hier. Und ich erinnere mich an alles. Naja, ich erinnere mich an manches. Vieles sieht doch etwas anders aus. Aber weißt du was? Wow, ich bin zurück. Und es war doch kein abgedrehter Komatraum. Nein, das war's nicht. Ob sie weiß, dass sie ganz hier ist? Das ist die Frage. Schon an der Radierung kann ich sehen, dass das ein windiger Typ ist. Onur Hilleris. Was ist das denn für ein Name? Ziemlich windiger Name, finde ich. Selbst eine magische Parallelwelt hat ihre Verbrecher. Sie sehen zwielichtig aus. Was haben sie angestellt? Einen magischen Hammer geklaut oder so? Bei Tag sieht die Stadt wunderschön aus. Ich habe gehört, dass die Leute vom Erntemond reden. Das muss alles Teil der Erntefeierlichkeiten sein. So eine Art Erntedankfest nehme ich mal an. Ich muss sagen, ich werde erleichtert sein, wenn sie endlich mit den ganzen Bauarbeiten fertig sind. Mir kommt es vor, als würden sie die Rohre seit Jahren installieren. Mit Krähe bei mir fühle ich mich besser, auch wenn ich nicht genau weiß, was er machen könnte. Ein nutzloser Sidekick ist immer noch besser als gar kein Sidekick. Nicht, dass wirklich? Ich behaupten wollte. Ist das sowas wie ein Aphorismus? Nutzlos. Na, komm, so nutzlos war er gar nicht. Immerhin hat er geholfen, die. Ich musste mal kurz ein bisschen am Sound drehen. Immerhin hat er geholfen, die Türklinge wieder zu bekommen, die er natürlich abgeschraubt hat. Es ist in einer fremden Sprache geschrieben. Ich rieche ihn. Riecht ihr ihn nicht? Dieses fremde Aroma? Magie? Unrat! Es wärmt mir das Herz, euch vor mir stehen zu sehen. Für das einstehen zu sehen, was gut und gerecht ist. Glorreich, Verwandte. Glorreich seid ihr im Lichte der Göttin. Ja. Ja. Neulich habe ich mit unseren Wohltätern gesprochen. Über diesen Zuzügler, den Magischen. Ja. Ja, ja. Ich sagte ihnen, hört auf jene tapferen Leute, eure Verwandten, sagte ich. Menschen vom Magischen in die Knie gezwungen. Wie nennt man in den hier Bankrott noch? Getrieben, ins moralische Elbang? Verderben.
einfache, unkomplizierte Männer und Frauen, in die Irre geführt vom teuflisch-dämonischen Magischen, dem Nekromanten. Oder gefährlich? Ich sagte ihnen, wir müssen ihm entgegentreten, sagte ich. Jetzt, sofort. Wir müssen uns versammeln. Hinter unseren Wohltätern, hinter den unseren. Genau so dämisches Gelaber wie das, was unsere Politiker vom Stapel lassen. Was gibt's? Und, was hast du so getrieben, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, Kree? Wie ich schon sagte, nachdem sich unsere Wege getrennt hatten, bin ich in Zadir aufgewacht. Ich erinnere mich nicht, wie ich dahin gekommen bin. Ich habe eine Zeit lang von der Schwinge in den Schnabel gelebt, verkleidet als gewöhnlicher Kakadu. Lief nicht so gut. Ich hasse andere Vögel, wirklich. Flatternde Spatzenhirne. Schließlich habe ich Hilfe gefunden und mich nach Makuria mitnehmen lassen. Dann bin ich ins Journeyman gezogen. Dann kamst du. Dann sind wir beide ins Abenteuer aufgebrochen. Aber genug von mir. Was ist mit dir? Wo hast du abgehangen? Im Koma, die meiste Zeit. Oh, das klingt nett. War es denn nett? Ich würde es nicht weiterempfehlen. Nein. Ich wünschte, ich hätte Flügel und könnte einfach zu den Purpurbergen fliegen. Ich muss zugeben, mir jemand den Weg erklärt hat. Ich bin ziemlich erleichtert, dass es jetzt weniger Zauberei gibt. Macht das Leben ein bisschen berechenbarer. Ihr wisst nicht, was ihr da redet. Wie bitte? Das ist, als würdet ihr sagen, ihr seid froh, dass es keinen Wind mehr gibt, der euch frösteln lässt. Oder kein Wasser mehr, in dem ihr ertrinken könnt. Inwiefern soll Magie mit Wind und Wasser vergleichbar sein? Ich passe sehr gut unter die Einheimischen. Magie ist Wind und Wasser. Erde und Gras, Sterne und Klang und Licht und Leben. Magie verbindet alles miteinander. Ja, ja. Die Magie. Ich weiß gar nicht, so schon muss sein. Man kann sich ja mal ein Stückchen beeilen. Die Ziele aktualisiert. Ja, komm, wir gucken halt mal rein. So. Was? F? Was ist denn F? Aha. Die Asadi erinnern mich an das Ei. Faschistische Soldaten sind überall gleich. Selbst über Paralleldimensionen hinweg. Da sagst du was. Was kannst du mir über Makuria erzählen? Was hat sich verändert? Nicht viel. Sie haben die Altstadt niedergebrannt. Die Asadi haben überall Rohre verlegt. Es gibt tausende Ratten. Die habe ich gesehen. Was machen sie denn damit? Sie als kleine Haustiere halten, denke ich mal. Nicht die Ratten, die Rohre. Gymnastik? Gymnastik, ja nie ist klar. Ja, das wissen die beiden ja nicht. Ja. Was sind hier Tolles? Wein, lecker. Oldstown Elle. Was eats? Naja. Zugeben, dass ich schon ganz gespannt darauf bin, ihr neumodisches Rohrnetz in Betrieb zu erleben. Wann findet diese Zeremonie nochmal statt? Nächste Woche, oder nicht? Sie wollen, dass es mit dem Erntemondfest zusammenfällt. Kluge Planung, dann feiern wir diese ganze Rohreinschaltsache gleich mit. Was soll das alles überhaupt? Weiß irgendwer, wozu die Rohre gut sind? Tja, sie sollen überall für mehr Effizienz sorgen. Stimmt's? Einfach mehr Effizienz im Allgemeinen. Was sollen sie effizienter machen? Und wie? Naja, Effizienz eben wie... keine Ahnung.
Aber derselbe, der also, Krähe synchronisiert hat. Ziemlich ich gut. Mag Feste. Ich meine, das Erntefest. Wenn ich nach der Rettung der Welt Zeit habe, komme ich zurück, jede esse Menge Brote Kunden, mit Marmelade auch wenn die und Bauern tanze um die Feuer. Sind. Juhu! Die haben einen Namen. Warum haben die einen Namen? Mir gefällt ihr Stil. Vielleicht kann ich eine von Arcadia beeinflusste Modelinie einführen, wenn ich zurück bin. Die Leute sehen recht freundlich aus. Aber ich sehe nur Menschen, keine magischen. Was ist mit ihnen passiert? Da ist das Rooster and Kitten. Die Katze, die Muschi, die auf den Pipan reitet. Ich geh rein. Wartest du auf mich? Tja, was kann ein freier Vogel sonst tun? Ich brauche den offenen Himmel über dem Kopf. Oder wenigstens ein anständiges Loch im Dach. Ich würde hier warten. Oder da drüben, wo es Käse gibt und... Oh, ist das eine Brotrinde? Starr mich nicht so an. Tu ich nicht. Ich gehe jetzt da rein. Ach, schön. Na gut, dann wollen wir mal... Ich meine, wir wissen ja, wer hier der Kontakt ist. Ist vielleicht so doof, Eva so anzufragen, oder? Das muss Ulvik sein, der immer Durstige. Er sieht wirklich aus, als könne er eine Menge trinken. Willkommen im Rooster and Kitten. Hey, schönen Gruß. Habe die Ehre. Was? Was? Ich weiß auch nicht. Ich bin fremd hier. Was ihr nicht sagt. Von wo genau kommt ihr? Ich bin selbst ein Reisender, aber euren Akzent kann ich nicht ganz einordnen. Aus dem Norden, aus dem Süden, fern aus dem Westen. Ich habe keine Ahnung. Jetzt wünschte ich, ich hätte diesen Improvisationskurs gemacht. Sag was, sag irgendwas. Ich muss mir einfach was einfallen lassen. Sag was, sag irgendwas. Was im Besten? Ja, wir kommen aus dem Osten. Jetzt wünschte ich hätte Osten, ganz weit aus dem Osten. Von dort, wo die Sonne aufgeht. Das habe ich mich immer schon gefragt. Ich bin selbst nicht weit nach Osten gekommen. Wie sieht das aus, wenn sie aufgeht, die Sonne? Sie ist riesig. Man merkt gar nicht, wie groß sie ist, bis man sie von nahem sieht. Oh, das würde ich mir eines Tages gern selbst ansehen. Vielleicht reise ich hin, wenn ich mich zur Ruhe setze. Wie heißt das Land, aus dem ihr kommt? China. Nie davon. Aber ich werde es mir notieren. Also... Was darf es heute sein? Tut mir leid, was? Wisst ihr, ihr seid die erste Person, die sich von dieser Frage verwirren lässt, obwohl das hier allem Anschein nach ein Lokal ist, in dem getrunken wird. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ist es mein Verhalten? Wirke ich nicht gastwirtlich genug? Nein, nein, Sie, ihr seid völlig gastwirtlich. Ihr verströmt geradezu Knäperismus. Zu trinken? Passend zur Umgebung. Bier. Die Kleidung, die ich trage, ist warm und kratzig. Und ich habe dringend eine Erfrischung nötig. Was bestellt man in einer altertümlichen Taverne? In der Stadt scheinen Festlichkeiten im Gange zu sein. Zu einem Festgetränk mit einem kleinen Schirmchen drin würde ich nicht Nein sagen. Wie bitte? Warum sollten Getränke Schutz vor Regen nötig haben? Das hätte ich voraussehen sollen. Habt ihr was in einem hohen Glas, das süß und nicht allzu stark ist? Am liebsten mit Obststückchen garniert. Wie wär's mit einem Krug verdünntem Apfelmost mit einem Apfel drin?
Das wird auch gehen. Seid ihr sicher, dass ihr hier am richtigen Ort seid? Nee, ganz überhaupt gar nicht. Ehrlichkeit, das gefällt mir. Die ist heutzutage allzu selten. Eurem Aufzug nach und naja, allem an euch würde ich sagen, dass ihr wohl irgendeinen Ort in Hohenhall sucht, nicht hier unten am Hafen. Das ist eine raue Gegend und, tja, zwischen den Nichtsnutzen, die meine übliche Kundschaft sind, fallt ihr auf. Und aufzufallen ist derzeit nicht immer etwas Gutes. Ich bin sicher, dass dieser Ort irgendeine Verbindung zum Widerstand hat. Ich sollte ihn dazu bringen, dass er weiterredet. Vielleicht hat er recht. Vielleicht versucht er, mich auch nur loszuwerden. Ich kann mich ein wenig umsehen und später zurückkommen. Das ist mit Sicherheit auch misstrauisch. Vielleicht hat er recht. Stimmt. Dieser Laden passt nicht so ganz zu mir. Ich meine, er ist nett. Ihr habt einen netten Laden, aber ich sollte vermutlich einfach... Danke. Jederzeit, Schätzchen. Die Leute, die in Kneipen trinken, sehen doch überall gleich aus. Die Kleidung mal ausgenommen. Und die Getränke und die ganze Umgebung. Finde einen Weg, Kontakt mit den Rebellen aufzunehmen. Aber wir können uns ja mal ein bisschen umsehen. Jeder sollte Onor Hilleris wählen. Mir kommt er wie eine schleimige kleine Kröte vor. Er sagt viel Kluges. Was uns voranbringt, ist eine Selbstregierung in Kooperation mit den Asadi. Onor Hilleris? Hat keinen Sinn, gegen sie zu arbeiten. Er will alle Magischen loswerden. Na und? Die meisten sind doch so... Sonst wahrscheinlich hier eher nicht, oder? Aber ich traue dem Mann nicht. Ehre und Mensch sein? Das ist ein Haufen Elbwannmist, wenn ihr mich fragt. Jeder sollte Onor Hilleris wählen. Mir kommt er wie eine schleimige kleine Kröte vor. Hat keinen Sinn, gegen sie zu arbeiten. Er will alle Magischen loswerden. Na und? Die meisten sind doch sowieso schon gegangen. Daran können wir nichts ändern. Eine neue Zeit bricht an, oder? Die Zeit der Menschen. Aber ich traue dem Mann nicht. Ehre und Mensch sein? Das ist ein Haufen... Ich komme hier ohne raus, okay? Stimmt für Hilleris, stimmt für Glaube und Familie. Wählt die Nationale Front. Die kannst du nicht mal angucken. Die Leute, die in Kneipen trinken, sehen doch überall gleich aus. Die Kleidung mal ausgenommen. Und die Getränke und die ganze Umgebung. Na schön. Okay. Mal weg. Wir haben uns aber umgesehen. So bald zurück? Habt ihr euch verlaufen? Nein, ich habe Fragen. Kann ich sie stellen? Keineswegs. Ich helfe gern. Auf dem Weg, die Stadt hat sich seit meinem letzten Besuch ziemlich verändert. Weniger Nichtmenschen und mehr... Rohrleitungen. Es ist eine Weile her, seit ich zuletzt hier war. Was gibt's Neues? Eurem Alter nach... Verzeiht, ich wollte mir nicht anmaßen. Vielleicht ist euer letzter Besuch noch gar nicht so lange her. Oh, mindestens anderthalb Jahre. Mindestens? Naja, es gibt keine Altstadt mehr. Sie haben das Ghetto niedergebrannt und viele Nichtmenschen auf die Inseln verfrachtet. Außerdem haben die Asadi ein Netz aus Metallrohren aufgebaut. Es ist überall. Niemand weiß, wozu es dient, aber es ist da. Angeblich soll es für Effizienz sorgen. Und sie haben ihren Turm vollendet. Er ist bis zur großen Zeremonie nächste Woche abgesperrt, aber ein beeindruckendes Gebäude. Das höchste im ganzen Nordland, sagen sie. Das ist ja ein Ding. Und das Rooster Auf diese Kneipe hieß nicht Rooster and Kitten, als ich das letzte Mal hier war. War das hier früher nicht das, Das Cock and Puss. Ja, da hielt sich jemand für witzig. Oh, wir kapieren den Witz alle. Der großspurige Gockel, der so gerne Hahn im Korb wäre. Welch kluges Wortspiel.
Schaut nur, wir jonglieren mit Worten wie mit rohen Eiern. Ja, Moment, was? Mir gefiel das nicht. Zu wohl überlegt, um gut zu sein. Aber das Bild einer kleinen, breit lächelnden Miezekatze, die auf einem stolzen Kapaun reitet, damit konnte ich mich anfreunden. Das ist süß, aufrichtig, familientauglich. Das ist, wie meine Kundschaft mich sehen soll. Die Muschi, die den Pieper anreitet. Entschuldigung, scheiße. Es findet irgendein Fest statt. Erntemond? Ein paar erklärende Worte wäre nicht schlecht. Ich höre ständig vom Erntemond, dem Fest der... Ich dachte, ihr wärt deswegen nach Makuria gekommen. Ja, bin ich. Deswegen bin ich gekommen, nach Makuria. Aber könnt ihr mir vielleicht mehr dazu sagen? Ich bin nicht die ganze Literatur durchgegangen, bevor ich gebucht habe und, naja. Es ist unser Erntefest. Es findet statt, wenn die Bauern ihre Erzeugnisse auf die Märkte der Stadt bringen. Wir feiern diesen Anlass ausgelassen einen ganzen Monat lang. Das Ganze gipfelt in den Festlichkeiten zur Erntemondnacht. Damit danken wir der Erde und dem Himmel, dem Gleichgewicht, den Göttern und Göttinnen, dass sie uns Nahrung für die folgenden dunklen Monate gegeben haben. Und es ist eine tolle Ausrede dafür, so viel zu essen und zu trinken, wie man nur kann. Oft leiten die Asadi noch immer die Stadt? Oh, das tun sie nicht. Der Rat leitet die Stadt. Die Abgesandte ist... Sie ist eine Beraterin. Ihr Rat ist unbezahlbar, von großem Wert, für uns alle. Klingt nach einer guten Übereinkunft. Und die Soldaten überall? Zu unserem Schutz und unserem Wohl. Sie sorgen dafür, dass wir sicher sind. Vor Feinden von außen und innen. Vor Rebellen, Terroristen und dergleichen. Aha. Bislang, wo sind die ganzen magischen Völker? Das wisst ihr nicht? Nun gut, ihr seid fremd hier. Sie wurden in ihre ursprüngliche Heimat, wie lautet das Wort, repatriiert. Das ist zu ihrem eigenen Besten. Makuria ist jetzt eine Menschenstadt. Zauberei braucht man hier nicht mehr. Die Magischen haben es im Süden besser. Da bin ich sicher. Ihr klingt nicht überzeugt. Ich bin sicher. Er hat Was hat es mit der großen Zeremonie auf sich? Das ist die offizielle Vorstellung des Rohrnetzes. Ich schätze, Sie werden uns bei der Gelegenheit erklären, inwiefern zukünftig für Effizienz gesorgt wird. Die Zeremonie findet nächste Woche statt, am Tag des Erntemonds. Vermutlich dachte die Abgesandte, es würde zu den Feierlichkeiten beitragen. Um ehrlich zu sein, wird es für uns Makuria keinen großen Unterschied machen. Wir werden trotzdem zu viel essen, zu viel trinken und bei Sonnenaufgang im Rinnstein wegduseln. Ich meine, es ist Tradition. Und Traditionen muss man ehren. Aha. Drachen. Ich frage, haben diese roten Papierflieger eine besondere Bedeutung? Flieger? Ihr meint die Drachen. Sie sind was Traditionelles. Aber man sieht sie nicht gern. Wisst ihr, heutzutage sind sie mehr... ein Symbol. Sie stehen für die Magie, das Gleichgewicht, die Draikin. Und sie symbolisieren den Widerstand gegen die Asadi, die neuen Gesetze, gegen das Exil der Magischen. Wenn ihr mit einem Drachen erwischt werdet oder auch nur zu nahe bei jemandem steht, der einen hat, verhaften euch die Wachen und ihr werdet bestraft. Am besten ignoriert ihr sie und meidet Ärger. Denn genau das bringen diese Drachen ein. Ärger. Falls dieser Ort eine Verbindung zum Widerstand hat, muss dieser Mann es wissen. Hoffentlich schmeißt er mich nicht raus, wenn ich danach frage. Kommen wir mal zur wichtigsten Frage, wovor wir uns die Falls ganze Zeit dieser Ort eine Verbindung... Was wisst ihr über den Widerstand? Ihr wisst schon, die Rebellen, die Rebellenbewegung. Den Aufstand der Magischen? Nein? Wir reden hier nicht über Terroristen, meine Dame. Oh, klar. Tut mir leid, ich wollte nicht... Ich war nur neugierig. Ich sag euch was.
Es gibt jemanden, mit dem ihr vielleicht reden wollt, drüben in der Schmiede an den Grünanlagen. Das ist auf der anderen Seite der Stadt, beim Tor ins Gehäuse. Geht und klopft an der Tür, sagt ihnen, dass ihr euch nach der Bibliothek erkundigen wollt. Und jetzt habe ich zu tun, fürchte ich. Ich habe meine anderen Gäste schon zu lange vernachlässigt. Oh, tut mir leid. Danke für all eure Hilfe. Das war doch die Brillenschlange. Besuche die Schmiede an den Grünanlagen. Na gut, dann mal los. Dann wollen wir doch mal schauen. Hallo? Okay, ist weg. Ich habe eine Spur zum Widerstand. Während ich ihr nachgehe, möchte ich, dass du etwas erledigst. Eine Mission. Ha, Mission ist mein zweiter Vorname. Nein, das stimmt nicht. Es ist Edward. Nein, ist auch gelogen. Ich wollte bloß immer ein Edward sein. Ich brauche einen Überblick über die Dinge. Und zwar aus der Vogelperspektive. Versuchst du etwa, mich loszuwerden, Zoe? Natürlich nicht. Aber mir wäre viel wohler, wenn du von da oben aus auf mich aufpasst, während ich hier unten dieser Spur folge. Ich fühle ein Schwellen im Brustkorb und das kann nur eins bedeuten. Stolz? Nein, ich muss gleich rülpsen. Aber ich werde tun, worum du mich bittest. Und ich werde stolz heucheln, wenn du es so haben willst. Hau rein. Geronimo! Nein, andersrum. Omino Rex! Aha. Omino Rex. Na gut. Wo war denn diese Schmiede? Ich hab keine Ahnung. Hier hin? Omino Rex. Nee. Es ist in einer fremden Sprache geschrieben. Gucken wir einfach mal auf den Stadtplan. Boah, ich hab keine Ahnung. Macquarie Harbor, Ghetto Süd. Entschuldigung. Okay, da ist zu, da kommen wir eh nicht raus. Boah, ich weiß nicht, wo die Schmiede ist, ehrlich gesagt. Die müssen wir wohl jetzt erstmal suchen, denke ich mal. Ja, ich glaube nicht, dass die unten im Hafenviertel ist. Das ist ein Bäcker. Also, wie läuft das Geschäft? Ziemlich gut. Ich meine, das Erntefest. Och, ich muss zugeben, dass ich... Wie? Ich meine, Bauern bringen... Der hatte gesagt, durch irgendeine Torbranche. Stimmt's? Einfach mehr Effizienz. Nun, ja, das ist es.
Ach ja, ich habe keine Ahnung. Wir werden das wohl herausfinden müssen. Ich habe mir das aber ehrlich gesagt nicht gemerkt. Ich hätte vielleicht besser zuhören sollen. Scheiße. Das ist the Law Office. Also wenn ich nicht schmiede mehr, ich wäre in der Altstadt. Überall. Ich rieche ihn. Riecht ihr ihn nicht? Dieses fremde Aroma? Wo ist denn dieser verdammte Schmiede? Journeyman. Komm, wir gehen mal Richtung Altstadt. Sehen, ob wir da irgendwo was finden. Sah ja aus, als hätten die dort abgesperrt, aber... Das ist die Post. Was haben wir hier noch? Magical Company. Oder Mechanical Company. Warte mal, das hier, oder? Nee, das war bloß ein Papillon. Ist das komplett zu, ne? Boah, das ist ja doof. Die altertümliche Schmiede. Nein, das steht da nicht. Da steht nur Schmied. Das ist kein Mittelaltermarkt, Zoe. Na gut, wir haben die Schmiede gefunden. Aber was da nun passiert, das werden wir erstmal in der nächsten Folge erfahren. Denn ich mache hier einen Cut. Und sag schon mal Tschüss. Bis dahin, macht's gut. Euer Shade.